Hallo, euer Systra ist wieder am Mikrofon. Wir kaufen heute unseren ersten eigenen LKW. Ich habe dafür nochmal einen kleinen Auftrag gemacht, und zwar hier hinten von Danzig aus, also von Gleis aus, um diesen Scania-Händler freizuschalten. Da haben die unterwegs hier mal kurz hochgefahren. Und denn ich habe mich entschieden, doch einen Scania zu holen. Dafür gehen wir schon mal auf den Händler. Ich habe nämlich doch einen Mod draufgenommen, der alles freischaltet. Und zwar, ich habe jetzt überlegt, welchen wir nehmen. Ich nehme aber den Scania R. Den nehmen wir. So. Ich habe jetzt schon überlegt, also maximal nehme ich den Highlighter. Als Topline finde ich den, naja, weiß ich nie. Kostet erstmal sehr viel. Und ich finde den nicht so schön. Offen gesagt, als Topline. Muss man mit Lackierung mal gucken, dass dann irgendwie besser kommt. Ich lasse es erstmal drin. Dann schauen wir mal. Auf jeden Fall, was ich kenne, ist das 6x4er Fahrwerk. Der hat zwar nicht so viel Sprit drin, kennt so großen Tank, aber der fährt besser. Das ist einfach besser. So. Weil das ist, was ich meine. Hier seht ihr das. Der hat relativ schlechte mit 500, 480 und so weiter und ersten mittleren. Hier hinten sind noch einige vom Mod nicht freigeschaltete Geschichten, was ich sehe. Die können wir dann nachher nochmal nutzen. Also den 730 PS Motor kriegen wir natürlich rein. Und, okay, hier hat das geklappt. Ich nehme aber das hier. Beziehungsweise das hier, ich nehme das ohne Retarder, den nutze ich so oder so nicht, da kann ich mir die 6000 auch sparen. So, dann haben wir das Interieur, dann können wir jetzt mal gucken, ob ich auch das exklusiv nehme. Exklusiv, ja, oder? 240.000 sind dann jetzt schon heftig, das ist schon heftig jetzt, also. Boah. Ja, ich denke aber, oder? Wobei mir gefällt jetzt fast das normale fast besser. Offen gesagt, das gefällt mir ehrlich gesagt besser. Lackierung ist auch wichtiger. Ihr seht, ich habe hier relativ viel Geschichten auch frei. Auch an, ich scroll mal langsam durch hier, ne? Richtig viel DLCs, was ich hier frei habe und so weiter und so weiter. Wir gucken aber mal. Also, ich nehme jetzt keine DLC-Geschichte. Vortex. Boah, das sieht hier cool aus. Der Vortex sieht auch relativ cool aus, das Ding. Das finde ich ja geil. Der Phoenix. Boah, für 40.000 sieht ganz schön geil aus. Also, die haben schon was, die Teile. Der Vortex finde ich geil. Mal gucken. Ich schau mal, ob ich hier immer eine andere Farbe noch ein bisschen was geiler hinkriege. Geil. Das sieht ja geil aus. Definitiv. Schöne Dingens, aber hier vielleicht gar nicht unbedingt den Schwarz. Mal gucken. Ja, doch. Da muss er schwarz sein mit den Teilen. Das sieht schon relativ geil aus, finde ich. Der muss aber dunkler sein, wenn überhaupt. Also. Das muss ein richtiges schönes Rot sein und dunkler. Achso, das ist der für hinten, ne? So. Ja. Zu dunkel ist auch nicht so cool. War so. Nicht schon nicht schlecht. Das sieht schon relativ geil aus. Aber ich glaube, es gibt einfach noch geilere. Kenobi, ne. Vision. Ja. Eher sowas wie Tribal oder Blade. Tribal. Ich glaube, hier können wir ein bisschen was draus machen. Das sieht ganz geil aus. Dann nehme ich aber als Basis einen schwarzen. Das lasse ich so. Das Gelb ändere ich hier noch ein bisschen. Das finde ich schon geil. Das finde ich ja schon geil. Ich gucke mir nochmal das Tribal an. Weiß auf irgendwas. Ja, wobei, da könnte man noch was mitmachen. Mal gucken. Weiß auf schwarz. Das sieht auch nicht schlecht aus. Aber der sollte nicht unbedingt schwarz sein. Weiß ich nicht, reizt mich auch nicht so richtig. Finde ich eher das fast besser. Ich finde mir das schon besser. Ja, ich weiß es gerade nie. Ich glaube eher den nehme ich ja doch. Aber auf einer schwarzen Basis, denke ich. Auf einer roten Basis. Obwohl das auch relativ gut aussieht, aber ich nehme mal auf eine schwarze Basis mit dem. So nehmen wir das. Das nehmen wir mit. Das passt. Zubehör. Erstmal Reifen. Da kommen die Mischnerreifen drauf. Das sind an sich die besten. Ich weiß nicht, wie weit er das jetzt hier mit einberechnet oder halt auch nicht. Hier können wir nochmal gucken. Dark Silver Sirius. American Dream. Absolute Fury Gloss. Sieht schon cool aus. Also, die sehen schon cool aus. Die sind schon bei 250.000. American Dream. Da habe ich jetzt das Package halt auch nicht drin, das DLC-Pack. Ich nehme ja die mal. Ne, Dark Silver dazu. Ja.
hat er auch Dark Silver. Die sehen dann so aus. Ist denn Eagle? Sieht so aus. Klaus, ne, eher American Dream fast schon dazu. Ja, ich nehme jetzt den American Dream. Das Schöne hier beim Scania ist, hier kann man ein bisschen mehr machen. So, unten die Leiste ist wichtig. Oh, cool. Achso, hier kannst du das noch mit rein. Oh, das ist ja cool. Moment. Nimm mal. Gibt es hier ein Rot? Dann nehmen wir eher das mit. Die hier in Rot. Obwohl die in Schwarz passen besser. Hier nehme ich, jetzt muss ich gucken, Samurai nicht. Mirage, glaube ich. Nee, Samurai ist relativ in Ordnung, weil der sehr weit unten liegt. Das Ding? Nee. Doch, ich nehme den mit. Da kann man hier so ein bisschen die Light Chrome-Geschichten noch mit dran nehmen. Nehmen wir den hier. Das sieht dann immer auch nochmal ganz cool aus. Der Beleuchtung. Ah, Fummelei hier. So, was haben wir hier als nächstes? Das ist der. Da würde ich, dachte, müssen wir jetzt gucken, welchen ich nehme. Der hier. Ein Joker. Aber ich finde jetzt so die Champion und so, die finde ich hier richtig übertrieben. Der Tor. Boah. Boah, der kommt schon cool, der Tor hier. Der ist schon ganz geil. Der ist schon gar nicht schlecht. Und mit dem unten ist das gar nicht schlecht. Ich glaube, den nehme ich hier mit. Also Mirage und so finde ich nicht besonders geil. Auch der Vortex und sowas, den finde ich jetzt nicht so geil. Na, da finde ich fast den tatsächlich noch am besten, den Tor hier. Das können wir ja nachher nochmal umbauen. Den nehme ich jetzt erstmal mit. Da kommt dann nochmal so eine schöne Beleuchtung mit drauf. Sehr schön. Was haben wir hier schönes Akzent? Achso, ja, hast du nämlich noch so einen Teil. Das sieht ja auch cool aus. Das sieht natürlich auch cool aus hier. Dann nehmen wir natürlich hier wie so ein Chrome-Ding hier drauf. Chrome-Lichter dran an die Seiten. Das sieht dann geil aus. Sehr cool. Ja, Fummelei. Aber hier ist halt das Schöne. Hier kannst du halt ein bisschen was machen. Dann nehme ich die hier. Wir sind gleich bei 300.000 Kosten schon, aber ist mir jetzt egal. Wir müssen ja nicht gleich ausbauen. Was haben wir hier? Ach, hier haben wir das noch, genau. Frontemblem. Okay, ich nehme das Frontemblem erstmal raus. Na, genau, die hast du hier nämlich auch noch. Das ist cool. Das ist cool. Oh, der ist schon cool hier. Ich überlege jetzt aber gerade, welchen ich nehme. Der ist nicht schlecht. Das sieht geil aus. Der sieht geil aus. Dann haben wir natürlich nur schöne Chrome Lights dazu, dazwischen. Ja, und auf der unteren Reihe eins außen, eins Mitte, noch eins außen. Ich mache hier auch noch mit. Ich denke, das sieht dann schon geil aus. Ja, das ist nämlich das Schöne. Aus Scania kannst du halt ein bisschen mehr machen. Das ist halt das Geile. Original Paint oder Chrome? Da müssen wir uns mal gucken. Paint ist, glaube ich, noch am geilsten. Ja, Paint nehme ich hierzu. Klar. Chrome passt nicht wirklich. Ich nehme hier die gepaintete Geschichte. Das lasse ich weg, die finde ich nicht so passend. Mal die Griffin LED, die finde ich jetzt eher störend, die Geschichten. Obwohl, ich nehme mal die Griffin, das nehme ich hier rein. Hier an der Seite nehme ich jetzt nichts rein, das lasse ich weg. LED-Shit, das ist nämlich hinten, genau. Das kann ja Emblem hinten, das sieht nämlich immer auch ziemlich geil aus. Jetzt müssen wir mal gucken mit der Frontblende. Titan, nicht wirklich. Samurai. Ne. Viking, die kommt hier schon ganz cool. Ja, das ist mal schwierig. Ich finde die eigentlich alle nicht so prickelnd. Ich finde fast die Titan noch am passendsten, offen gesagt. Das Ding geht auch noch. Ich nehme aber die Titan mit. Die finde ich am besten. Verchromt nicht, lackiert. Müssen wir noch mal schauen. Nexus, Serpent, 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 lackiert. Das Geile ist, hier gibt es nämlich noch das Ding hier, Mighty Griffin, drum. Oh, Griffin Express, ne, V8-Style, oder? Doch, Mighty Griffin nehme ich mit. Das sind noch so eine Geschichten, das hier noch wird dran. Aber dann nehme ich nur die hier. Ja, jetzt sind wir fast fertig. Ah ja, oben noch. Genau, hier.
Das ist doch die Frage, welchen nimmt man da? Da ist der Viking eigentlich ganz gut, glaube ich. Ja, ich glaube, der passt doch ganz gut wie der Ranger Junkfire. Ja, ich nehme den Viking. Schön natürlich Lichter drauf. Dann nehmen wir die flachen. Jetzt habe ich eins vergessen. Damit wir noch ein bisschen mehr Beleuchtung haben, obwohl, wie gesagt, was kann ja, die Beleuchtung ist sowieso gut. Sieht schon ganz gut aus. Das nehmen wir jetzt hier nicht mit rein. Ja, ich glaube, das sieht ganz gut aus. Ich glaube, vergessen habe ich jetzt nicht so weit. Das sieht doch ganz gut aus. Super. Ich gucke aber nochmal sicherheitshalber. Nee. Ah, doch, hinten, ne? Genau, doch, dachte ich mir. Hier hinten habe ich nämlich noch was vergessen. Genau, ah, ja, doch, genau hier nehme ich noch fetten Auspuff, muss noch sein. Dann nehme ich den rein. Der ist auch cool, aber ich finde den hier noch am besten. Dann hast du hier diese Plating, die nehme ich aber weg, weil das. Das finde ich jetzt hier. Obwohl, auf dem geht das jetzt. Moment. Dann nehme ich den Tor jetzt noch mit. Das hier geht das eigentlich ganz gut auf dem. Diva. Centurion finde ich nicht so prickelnd. Den Tor finde ich auch nicht. Eher noch die Diva, glaube ich. Das sieht am geil. Ja. Nehmen wir die mit. Das nehmen wir noch mit. Wir sind jetzt bei 330.000 jetzt aktuell, was das Ding kostet. Ah, oh, sie sieht schon geil aus. Und die Lackierung finde ich auch gut. Die sieht auch gut aus. Müssen wir hier nochmal gucken. So. Nehme ich den oder Exclusive? Da lasse ich das normale. Hier kann man immer noch ein bisschen was machen. Da gibt es nochmal eine schöne Scania-Taste dahin, aber die hier. Hier ist halt schön, der kannst du halt noch das Table machen. Ich finde das aber eher nervig. Ich lasse das normal mit dem Dashboard. Was stellen wir da hin? Der Bulldog Bubblehead auf jeden Fall. Das Scania-Modell. Und. Ah, wo war sie denn? Und die Hula-Hula-Dame. Stimmen wir uns hier hin. Ah, cool. Das ist genial hier. Hier. Notebook. Ein Handbag, klar. Nein, den Traveler. Und hier neben uns das Notebook. Weil da geht das nicht näher. Umgekehrt. Also hier das Notebook. Hier den Traveler. Muss sein. Sehr schön. Ausgestattet. Haben wir es auch? Sieht doch gut aus. Gefällt mir doch gut. Jetzt nehmen wir noch das mit. Hier hinten noch irgendwie so eine schöne Pennant, wo ist es denn? Ah, hier. Das kann ja Pennant noch und ein SIS. Das ist SIS Software Pennant noch hier dran zu nehmen, also so eine Anhänger, also die Wimpel. Das sieht doch gut aus hier, sieht doch geil aus. Rampenflaggen lasse ich jetzt weg, aber das sieht doch gut aus. Ich glaube, so können wir es lassen, oder? Was sagt ihr dazu? Der erste gefällt mir noch gut. Das sieht ja geil aus. Jo, das lasse ich so bestätigen und kaufen. Und damit ist er unser. Wir haben jetzt aber nur noch 114.000. Das heißt, wir können aktuell auch jetzt nichts weiter ausbauen. Wir müssen jetzt also erstmal Geld verdienen, bevor wir erstmal unsere Garage ausbauen können. Das hier war jetzt schon richtig teuer. Ah, jetzt sind wir wieder auf der Insel. Ehrlich gesagt, wisst ihr was, Leute? Ich stelle das mal ein bisschen runter. Wir haben ständig nur. Also, pass mal auf, ich habe so wenig Regenwahrscheinlichkeit. Ich stelle die deutlich runter. Also, ich stelle nicht ganz aus, aber. Ich stelle die mal so ein. Also, ich stelle die mal eine Stufe runter. Jetzt speichere ich. Also, okay. Ja, kriegt halt lange Zeit, aber ist natürlich nichts da. So. Was wir jetzt machen ist, wir suchen nochmal einen schnellen Auftrag. Also schnell einen Auftrag. Mal gucken, was wir hier finden. Nach Göteborg. 6 Tonner. Eine neue Tieflader. Cool. Das ist geil. Die Getränke werden nicht schlecht nach oben. Weil die bringen relativ viel Erfahrung dann auf die Dauer. Das ist nicht schlecht. Der ist ziemlich kurz. Obwohl, den könnten wir fahren. Das wird aber eine ziemlich blöde Geschichte, weil wir fahren sehr lange. Das ist, wir kriegen dann kaum die Geschichte eigentlich. Der lohnt nicht wirklich nach Göteborg zu fahren, muss ich sagen. Bin ich nicht wirklich prickeln jetzt hier, offen gesagt. Und wir haben 14 Minuten. Pass auf, Leute, den fahren wir noch. Ja, das sieht ziemlich schäbig aus hier, ne? Muss man schon mal so sagen. Aber es kostet, glaube ich, 180.000, das jetzt auszubauen. Boah.
What the fuck? Fuck! Okay, das war scheiße. Erste 2% Schaden haben uns schon eingefahren. Das war natürlich komplett scheiße. Ihr merkt, das Hexagetriebe ist deutlich besser und der hat ganz gut Zug, also. Hat schon einen ganz guten Zug jetzt. Ah, sieht schon besser aus. Jetzt müssen wir aufpassen, halt wegen dem Regen, ja. Ja, ich weiß, ich fahre wie eine besenkte Sau. Aber richtig cooles Ding. Wir gucken uns das Ding auch gleich nochmal von außen an. War sehr cool. Boah! Ich runterbremse. Heftig, Ignas hier ist. Ach, hier. Cool, dann kann ich den wirklich hier. Hä? Okay, was habt ihr denn das hier eingebaut? Ach, ganz toll. Oh Gott. Oh Gott. Leute, Leute, Leute. Rein damit. Der Regen könnte ja nicht mal aufhören, das nervt. Geh mal in die Draufsicht jetzt. Und dann sehe ich einfach das ein bisschen besser. Weil das ist ja schon lustig jetzt, wie ich den jetzt hier drauf kriegen soll. Das frage ich mich gerade schon, wie ich das Ding jetzt hier eigentlich reinkriegen soll. Anders machen. Das ist bescheuert, also. Fuck. Ja, die rückwärts und sequenziell, das kriege ich noch nicht so ganz hin. Oh, das ist nervig. Ich spiele hier echt eine Würze zusammen, aber es könnte mir echt mal ein bisschen anders gestalten. So. Das haben wir ein bisschen eng gestaltet, die Geschichte zum Fall. Das ist richtig nervig, jetzt da reinzukommen, also. Jetzt habe ich den nächsten Prozent Schaden. Ich habe gerade ein bisschen schon zu voll, ehrlich gesagt. Das ist bescheuert, natürlich, mal ganz ehrlich, Leute. Ich muss hier reinkriegen, die Scheiße. Jetzt klappt's, ganz toll. Jetzt geht's wieder nicht. Also lässt sich gehen, ehrlich, Leute. Hänge ich komplett fest, also. Die Scheiße nervt mich jetzt hier mal richtig. Also wenn ich jetzt den Schaden habe, lade ich gleich und dann. Das werden wir gleich die Feuer. Das geht mir jetzt richtig auf den Keks hin, Leute. Also das ist richtig, richtig scheiße gemacht. Ganz toll. Die Geschichte, da wird die Ladung gar nicht eingehängt. Also das haben die scheiße gemacht hier. Das ist eigentlich mein erster wirklicher Tipppunkt an dieser Mod.
Das ist Mist, also da haben sie überhaupt nicht nachgedacht. Ja, der hat Schaden. Pass auf, Leute, ich lade. Das reicht mir jetzt. Schnauze voll. Ich lade jetzt an der Stelle und ich beende jetzt auch die Folge, weil das hat keinen Sinn, jetzt da irgendwie was zu machen. Ich habe jetzt schon 1% Schaden, weil ich das Ding einfach nicht angehen kriege. Jetzt schwöre ich bitte, aber da muss ich ein bisschen ragen. Was so geil haben sich die dämlichen Entwickler an der Stelle gedacht. Also noch enger kannst du das nicht gestalten. Also es ist das Problem. Das ist halt so eine etwas überlängige Geschichte. Da fehlt ja halt einfach ein bisschen Platz. Also das ist halt Mist an der Stelle. Ansonsten muss ich wirklich den Heavy Pack mal rausnehmen, weil einfach die Karte dafür nicht ausgelegt ist. Da müssten die ein bisschen nacharbeiten, ganz ehrlich gesagt, an manchen Stellen. Also das nervt mich jetzt. So, und dann werden wir nächste Folge mal gucken. Ich habe jetzt keinen Auftrag drin. Und ich beende jetzt die Folge. Also wir haben jetzt unseren schönen neuen Scania. Haben jetzt nichts gefahren. Wir haben zwar was versucht, aber das war eine absolute Katastrophe. Und deswegen sage ich, bis zur nächsten Folge. Schaut auch gerne nochmal in den Motorsportmanager rein. Bis dann, ciao.